Wer ist der Autor? Mark Ellsberg ist ein österreichischer Schriftsteller, welcher 1976 in Wien geboren wurde, unter seinem bürgerlichen Namen Markus Raffelsberger. Er ging aufs Gymnasium und studierte Industriedesign. Später arbeitete er als Strategieberater und Kreativdirektor in der Werbebranche. Parallel dazu war er als Kolumnist der österreichischen Tageszeitung Der Standard tätig, wo er bereits Berichte zum Thema Nachhaltigkeit verfasste. Größere Bekanntheit erreichte er mit seinem Roman Blackout – Morgen ist es zu spät von 2012, in welchem er das Szenario eines großflächigen Stromausfalls und dessen Folgen beschreibt. Warum hat er dieses Buch geschrieben? In einem Interview erklärt Ellsberg, dass er sich seit Jahren für die zunehmende Vernetzung unserer globalisierten Welt interessiert. Ausschlaggebend für sein Buch war jedoch ein Artikel über die Produktion einer elektrischen Zahnbürste. Ellsberg fragte sich, was passiert, wenn nur ein einziges Glied der ganzen Produktionskette über viele verschiedene Kontinente ausfällt. Dieser Artikel gab ihm einen Denkanstoß über kritische Infrastrukturen unserer vernetzten Welt und wie Terroristen sie ausnutzen können, um großmöglichsten Schaden anzurichten. Ellsberg bekannte sich daraufhin mit der Materie auseinanderzusetzen und die Grundidee des Buches war gefunden. Von diesem Zeitpunkt an setzt er sich das Ziel, ein möglichst spannendes Buch zu schreiben, durch welches die Leser etwas über das wichtige und aktuelle Thema Energie erfahren und somit ein paar Denkanstöße bekommen. Worum geht es in diesem Buch? Die Handlung beginnt an einem Februartag mit einem Stromausfall in ganz Italien. Dieser resultiert aus einer stark erhöhten Netzfrequenz, für die zunächst keine bekannten Gründe vorliegen. Hauptfigur, der italienische Piero Manzano, wird vorgestellt. Er ist in einen Unfall verwickelt, da Ampeln ausgefallen sind. Manzano will der Sache nachgehen und entdeckt kurze Zeit später die Manipulation der sogenannten Smart Meter, welche in ganz Italien eingesetzt werden. Smart Meter sind intelligente Stromzähler, die in ein Kommunikationsnetz eingebunden sind und stets Daten an das Energieversorgungsunternehmen übertragen. Hauptfigur Piero Manzano, italienischer Ex-Hacker und Informatiker aus Mailand. Er entdeckt und verfolgt die Spur der Angreifer. In der Zwischenzeit breitet sich der Stromausfall auf ganz Europa aus. Manzano versucht, seine Entdeckung den Behörden mitzuteilen, wird aber immer wieder abgewiesen. Schließlich schafft er es mit der Hilfe einer Bekannten, mit dem französischen Europol-Kommissar François Bollard in Den Haag einen Kontakt aufzunehmen. François Bollard, französischer Europol-Kommissar in Den Haag. Er leitet die Ermittlungen ein. Manzanos Vermutung bewahrheitet sich. Die europäischen Stromnetze werden tatsächlich angegriffen. Besonders betroffen sind davon die SCADA-Systeme, also die Software, mit der alle Elemente eines Kraftwerks gesteuert und geregelt werden. Bei jedem Versuch, diese wieder hochzufahren und die Stromversorgung wiederherzustellen, erscheinen unbekannte Fehlermeldungen, welche sich später als manipuliert herausstellen. Die Ermittlungen schreiten voran und bald fällt der Verdacht auf Manzano selbst. Von seinem Computer aus wurden verdächtige E-Mails verschickt. Bollards Verdacht richtet sich gegen Manzano und dieser wird zum Gejagten. Gleichzeitig fällt auch der Strom in den USA aus und die Situation der Menschen verschlimmert sich zunehmend. Probleme während des Stromausfalls beeinflussen vor allem die medizinische Versorgung, den fehlenden Zugang an Treibstoffen, Nahrung- und Wasserversorgung, Probleme, Kühlung der Reaktoren von Atomkraftwerken, keine und begrenzte Bargeldausgabe der Banken, Personenmangel in zahlreichen Einrichtungen, der Ausbruch von Häftlingen und Tieren des Zoos, genereller Ausbruch von Panik, Unruhen und Gewalt und Erfrierungen aufgrund von Kälte. Manzano wird verhaftet und verhört, ihm gelingt aber anschließend die Flucht. Er und Lauren Shannon schlagen sich durch Europa. Lauren Shannon
amerikanische Journalistin für CNN in Paris. Sie folgt Manzano auf seinem Weg. In Brüssel, bei Sonja Angström angekommen, hat Manzano wieder Internetzugang. Sonja Angström, schwedische Mitarbeiterin der EU in Brüssel, genauer gesagt im Information and Monitoring Center. Sie ist Bekannte Manzanos, die ihn unterstützt. Letztendlich kommt Manzano den Tätern auf die Spur. Genaueres möchten wir Ihnen hier jedoch nicht erzählen, um die Spannung zum eigenen Lesen aufrechtzuerhalten. Angreifer auf das Stromnetz. Ihre Hauptsitze befinden sich in Mexiko und der Türkei. Ihr Motiv für den Stromausfall wird schon relativ früh im Buch bekannt, nämlich das Etablissement einer neuen Weltordnung. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse kommt es zu einer erneuten Zusammenarbeit Manzanos mit Europol. Daraufhin können die Softwarefehler in den SCADA-Systemen der Kraftwerke behoben werden und der Strom kehrt nach und nach zurück. Die Folgen des Stromausfalls sind zahlreich und langfristig. Die Beseitigung der zahlreichen Tierkadaver benötigt viel Zeit. Die Abwasserkanäle sind stark verschmutzt und haben hygienische Folgen. Der Wiederaufbau der medizinischen Versorgung ist kompliziert, auch die Wiederherstellung der allgemeinen öffentlichen Ordnung. Auswirkungen auf internationale Wirtschaft sind noch unklar, denn deren Ausmaße sind kaum zu ergreifen. Was ist die Botschaft des Autors? Ellsberg möchte mit seinem Roman auf die Abhängigkeit der Industrieländer von Strom in praktisch allen Lebenslagen aufmerksam machen. Er zeigt die Verwundbarkeit moderner Menschen auf. Die fortschreitende globale Vernetzung und Modernisierung macht uns angreifbar und ist somit nicht stets eine positive Entwicklung. Als Privatperson sollten wir nicht alles für selbstverständlich betrachten, was uns Strom ermöglicht. Des Weiteren sollten wir auf den Notfall vorbereitet sein und uns dabei nicht nur auf die Politik verlassen. Das Buch zeigt nämlich Folgen auf, wenn sowohl Bürger als auch Politik mangelhaft vorbereitet sind. Einen weiteren Missstand, den Ellsberg anspricht, ist die Zentralisierung der Stromversorgung auf wenige Stromkonzerne, welche das Gesamtsystem leichter angreifbar macht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die fortschreitende Elektrifizierung, die auf unserer ganzen Welt stattfindet, trotz dem Motto der sparsamen Energiewirtschaft der Menschen. Des Weiteren geht aus dem Buch heraus, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft in einer Großstadt wesentlich geringer ist als in den ländlichen Gegenden. Wie strukturiert vermittelt er diese Botschaft? Der Roman Blackout ist in aufeinanderfolgende Tage gegliedert und zeitlich strukturiert. Die besagten Tage sind zusätzlich untergegliedert in verschiedene Orte. Ein ständiger Wechsel zwischen diesen Orten ermöglicht Parallelszenen. Durch diese Parallelszenen erhält der Leser Einblicke in verschiedene politische sowie militärische Institutionen und deren Arbeit im Katastrophenfall. Und des Weiteren Einblicke in die betroffenen Kraftwerke und auch auf Menschen, die unter den Folgen des Stromausfalls zu leiden haben. Wie gut gelingt es ihm, die Botschaft zu vermitteln? Ellsberg gelingt die perfekte Verbindung von Lern- und Unterhaltung. Dies verbessert den Lerneffekt extrem. Er vermittelt dem Leser Informationen über Energie und das politische System in Europa durch ein fiktives, aber doch nicht abwegiges Szenario eines Stromausfalls. Durch den stetigen Ortswechsel und die daraus hervorgehenden Parallelhandlungen machen den Roman sehr vielseitig und sehr spannend. Aus allen möglichen Perspektiven verfolgt der Leser die Handlung mit. Dies hilft, das große Ganze im Blick zu behalten. Was nehmen wir persönlich aus dem Buch mit? Wir fanden es beängstigend, wie einfach es für Angreifer ist, gezielt so großen Schaden anzurichten, nur durch die kritische Infrastrukturen unserer vernetzten Welt. Der Roman hat uns die extremen und weitsichtigen Auswirkungen eines Stromausfalls klargemacht und wie abhängig die Industrieländer davon sind. Davor sahen wir einen Stromausfall relativ harmloses Ereignis an,
über das man sich nicht allzu große Sorgen machen muss, da Strom meist in wenigen Stunden zurückkommt. Wir wurden belehrt, nicht alles für selbstverständlich zu betrachten, was Strom uns ermöglicht, sei es auch nur der Toilettengang mit funktionierender Spülung. Wir haben uns durch das Buch auch selbst Fragen gestellt. Was würden wir in einer solchen Situation machen? Sind wir darauf vorbereitet? Und kamen zu der Antwort, nein, empfehlenswert wäre es selbstverständlich und auf den Notfall vorbereitet zu sein, nicht abhängig von allem zu sein. Autark leben macht sich in solch einer Situation sicher bezahlt, obwohl diese Lebensweise häufig belächelt wird. Unsere wohl wichtigste Erkenntnis war, dass die Weiterentwicklung, Modernisierung und Digitalisierung nicht immer eine positive Entwicklung sind, denn sie machen uns auch sehr stark angreifbar.